Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Generation Zero, mit der Gurkentruppe. Die Gurkentruppe. Ja, eine grüne Gurke ist ja doch mal dabei. Eine professionelle Reisköchin. Die Gurke war ich, oder wie? Ja, klar. Ich bin grün. Und eine Reisköchin haben wir aber auch. Genau. Was bist du? Und so ein Tango-Jüngling hier, so ein Milchbad. Milchbad. Ja, Milchbad ist passend. Okay. Der sich noch mit dem Frotteehandtuch rasieren muss. Genau. Okay. Patsch, 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 patsch. Ups, ein Fels, ein großer. Also wie gesagt, Fels. Unser Ziel war jetzt einmal noch mal zu gucken, ob wir irgendwas Wichtiges übersehen haben, bevor wir dann in den nächsten, denke mal, etwas gefährlicheren Bereich gehen. Jo, da wird's spannend. Mach keine Versprechungen, die du nicht halten kannst. Doch, ich weiß, dass es das spannend wird. Ui. Viel Bumm. Genau. Achtung, Gesellschaft. Ja, ihr habt schon gesehen. Das scheint oben zu sein, ne? Ja. Wenn ich das eben richtig gedeutet habe. Du hast da ein Licht noch an. Wolltest du das vielleicht mal ausmachen? Nö. Der Speer, der mit dem Licht voranrannte. Ja, klar. Ich ziehe hier mal alles auf mich, was kommt. Ah, da unten bei den Gebäuden wahrscheinlich. Gucken. Wenn du mich noch mal so erschreckst, Wanderer, dann ist aber was los. Von der Seite kommt. Ich bin doch vor dir, ganz ruhig. Da ist irgendwas. Ja, die sind irgendwas hier unterhalb. Unten am Fels. Genau. Okay. Das waren, glaube ich, diese kleinen und mittleren, ne? Jo. Ich weiß nicht, wie die heißen. Man tut sie sehen tun. Jo. Einen haben wir. Zwei haben wir. Schnell runter zum Looten, Kinders. Sonst ist der Loot gleich wieder weg. Ja. Ups. Jo, den haben wir auch. Da ist nochmal wieder Muni drin für die Pistole. Aber ich glaube, bei den Hütten ist immer nichts, ne? Oh, weiß man nicht. Auf jeden Fall die Boote mal nachgucken. Wann die Boote? Wenn, möglicherweise, man weiß es ja nicht. Warte mal, hier ist ein Tor. Ne, das ist geschlossen, da kommt man nicht rein. Genau. Ich höre aber noch was, Leute. Ich höre links was. Ja, ja, es geht weiter da hinten an den Gebäude. Ich glaube, bei der Hütte, die da hinten ist, scheint genau was zu sein. Ich gehe nochmal hier auf im, im Schild gucken, es, ob hier Leichen liegen oder so. Ne, hier ist aber nichts. Ja, Moment, ich gucke mal, was da ist. Da leuchtet auf jeden Fall es leicht rot. Das könnte wieder so kleiner sein. Jo. Ja, ist er auch. Und da links voraus auch. Jetzt ja, da voraus ist zwei Stück. Genau. Okay, der eine ist wohl etwas größer, ne? Nö, sind beides, Moment, wie heißt beides das nochmal? Ich nenne die einfach mal Hunde. Ja, Hunde oder so, ne? Diese Hunde. Okay, wollen wir? Versucht das Auto in die Luft zu jagen. Genau. Glaube, das war. Okay. Aber rechts ist auch noch irgendwas. Ich kann es leider nicht sehen wegen dem fehlenden Fernrohr. Ja, so ein kleiner Spinnen. Ja. Unter dem Dings. Warte mal, also ja, ich den treffe. Nimm dafür doch nicht die Scharfschützenwaffe. Was denn sonst? Rangehen und Schrot. Ja, dann mach doch. Ah, hier ist was in der Kiste. Oh, Moni. 9 mm. Ach, schön, dass das nicht zerstört wird durch die Explosion. Jo, hier ist auch noch was drin. Gut, dass der du das nicht in der... Der brennt ja schon, der war... Und hier ist auch noch...
Jetzt habe ich noch eine Gasmaske gefunden. Na sowas. Mitnehmen, weil die brauchst du. Ja, habe ich schon. Habe ich schon eingesackt. Ich sack jetzt alles ein. Ist da sonst noch was zu holen, wo du jetzt bist? Ja, eine Kiste. Und ein Propangas. Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Hier sind da drei Propangas-Dinger drin. Wollt ihr mitnehmen? Weiß nicht, Gewicht scheint keine Rolle zu spielen, ne? Nö. Habt ihr die Geräte gelootet? Hier am Stein liegt noch einer. Da habe ich Munition rausgeholt. Ja, ich habe die beiden gelootet gehabt. Alles klar. Moment, ich würde mal schauen, ob hier noch was ist. Ah, hier ist eine Kiste. Da ist Kaliber 12 wieder drin. Noch ein Propangas. Jetzt habe ich schon 5 Stück von den Dingern. Da ist nichts. Also wir können wirklich nur looten, was so gelb angezeigt wird, wollte ich nur mal unseren Zuschauern erklären. Wenn da nichts drin ist, dann ist da nichts drin und dann können wir das auch nicht looten. Werden die denn gestapelt? Nee, die Dinger werden nicht gestapelt, Leute. Ich werde mal einen versuchen rauszunehmen und dann können wir mal, warte mal, ablegen. Wie war denn ablegen? Die war doch rausfallen müssen, ne? Oh, das blockiert mir mein ganzes Ding hier. Das ist aber gar nicht so gut. Kontext, warte mal. Ah, jetzt so. So, und jetzt, jetzt habe ich den Rucksack abgelegt. So, entschuldigt mal, Leute, ich muss meinen Test machen. Da kannst du drauf schießen, so viel du willst. Ich will die nicht mitschleppen, ich mache meine Dings voll. Das war der. Einen Platz zuweisen, ablegen, ablegen. Gut, dann lege ich den auch noch ab. Zwei nehme ich jetzt nur mit, das muss reichen. Die werden in einem Rucksack abgelegt. Wenn man so macht wie du, ja. Wie, es geht nicht anders. Wie machst du es denn? In der Hand nehmen. Ach, Moment, wie hast du es denn in die Hand genommen? Ja, wie du eine Waffe in der Hand nimmst. Ach so, da hast du unten auf den Platz gelegt. Ja, ja okay. Das habe ich noch nicht probiert. Weil genau. Das wird wahrscheinlich noch sehr wichtig für uns sein, dass wir das beherrschen. Ja, Moment, das müsste Nummer 5 ist das? Ich will das nochmal austesten, Leute. Moment, vielleicht gehen die anderen beiden auch damit hoch. Und Nummer 5 hatte ich gesagt, ne? Ja. Wäre okay. Das jetzt verlockend? Du bist aber auch ein fieses Map, du. Oh ja, wenn man 2 hin macht, dann ist das offenbar noch größer. Ja, macht es doppelt Bumm. Ja. Ja, okay. Dann macht es nicht nur Bumm, dann macht es Bumm Bumm. Genau. Bumm Bumm. Bei 3 ist es schon Bumm Bumm Bumm. So, stell dir das mal vor, du. So, warte, was habe ich jetzt hier für Munition? Das ist alles nur für die Pumpgun. Okay, jetzt habe ich da oben. Das ist die 9mm. 9mm. Was? Was war da? Ja, wenn man die in die Roboter schmeißt, dann werden die gestört. Ja, ich weiß. Und wir können uns Licht machen und besser treffen. Das ist überhaupt die Idee, ne? Wie viel hast du denn davon, dass du so viel wegschmeißt? Jede Menge. Ja, ich habe auch, aber die nehme ich erstmal mit. Die können wir vielleicht noch brauchen. Also ich würde nicht alle wegschmeißen. Wir brauchen Warum die Warum nicht? Bei dem Scheiß finden wir dann noch genügend. Ja, wir müssen erst in den Ort kommen, da hinten. Saltham. So, dann lasst uns abtischen. Habt ihr jetzt genug gespielt?
Er spielt doch. Ich habe probiert. Er hat gespielt. Die Arigato. Arigato hat gespielt. Ist und gerade Neujahrsfest. Ach so. Okay. Ich hab Scheiße, ich hab in der Waffe nur noch 2 Schuss. Wer macht hier eigentlich immer die Funzeland? Ich. Wir brauchen kein Licht. Wir brauchen Gegner, alle brauchen wir Licht. Blind ist gut. Nackiger Hintern. Ah nee, Quatsch, flach wie ein Brett der Hintern. Kein Arsch, kein Tintchen, sieht aus wie Schneewittchen. War gut, dass ich nicht gemeint bin. Wieso? Wanderer sieht doch auch, als wenn sie 2 Erbsen auf dem Brett genagelt hätte. Ja, Arigato sieht doch nicht besser aus. Aber das ist bei uns Japanerinnen ja angebracht. Ne? Wir haben halt nicht so Euterproduktion. Ja, genau. So, Themawechsel. Genau. Warum? Oh, ich bin gegen den Pfahl gerannt. Kleiner dünner Pfahl hier. So, in Schleichmodus. Wenn wir Glück haben, ist da noch mal ein bisschen was für großes Bum-Bum. Achso, Mensch. Ja, Skierklasse. Einen konnte ich schon mal ausmachen. Wo? Ich sehe nicht. Ich seh noch unten keinen. Bei den brennenden Auto. Okay. Ah ja, da läuft auf jeden Fall was. Jetzt bei dem, ja, diese kleinen. Hast du noch einen großen gesehen? Wir können ja wieder das Auto in Brand schießen. Ja, hier haben wir den Schlüssel noch nicht zu. Da ist auch noch ein Pestklasse. So ein Spinnending. Aha. Wir sind auch zu weit weg, ne? Also das Auto könnten wir treffen. Wollen wir das mal testen? Ja. 3, 2, 1. Ach scheiße, keine Muni mehr dafür. Muss ich doch etwas näher ran. Hier an der Wand. So, jo, den habe ich. Sehr schön. Tank getroffen. Jo, 243er Stahlmantel. Das scheint nicht zu explodieren, das Auto. Nee, nicht immer, ne? Denk dran, da ist noch so eine Spinnenvieh hier am Rumeiern, ne? Ja, ja, ich bin vorsichtig, ich schleiche schon. Ich höre ja auch, dass da was ist. Ich habe noch keine Gewehr. Ah, ich sehe ihn vorne beim umgekippten LKW, der brennende. Jo, links, da, wo das blaue Licht ist. Nee, rechts. Und links ist noch ein Skierklasse. Ja. Ah, jetzt. Moment, da habe ich gerade was gesehen. Jo. Huch, wo bin ich denn hier reingefallen? Moment, rechts ist noch was. Oder voraus zumindest. Oh, schön. Jo, den kleinen habe ich auch. Jo, Kampf gewonnen. Sehr schön. Gewonnen ist immer gut. Und? Da waren jetzt 2 Leuchtraketen drin. Jo. Okay. Möchte. Arigato drängelt sich immer vor. Habt ihr das gesehen? Ihr habt das gesehen, alle, ne?
du bist definitiv zu langsam. Nein, hier geht's nicht um langsam, hier geht's um Vordrecke. Ach, da ist schon wieder so ein doofer Kanister drin, den will ich jetzt nicht. Ah, jetzt haben wir einen Polizist. Jupp, das nehmen wir mal mit. Ah, was hat er dort drin? Nochmal Muni, jawohl. Ja, mühsam nennt sich das Eichhörnchen, ne? Hallo. Ja. Aber man kriegt wenigstens was. Jo, hier ist eigentlich ein bisschen was drin im Auto. Jo, den habe ich, den grünen. Muss ich da nochmal gucken, ob ich da noch was bekomme. Oh ja, ich krieg auch noch ein paar Notfallfackeln. 9mm Vollmantel. Ich glaube, die waren die besseren, ne? Die Vollmantel. Jo. Oder? Ja. Warte mal, da ist was. Holzspitz. Ja, für die Pistole habe ich genug Munition. Über 200 Schuss. Aber ich leider nicht fürs Gewehr. Oh, wieder 5 Schuss bekommen. Jo. Zwei noch zwei. Eine schöne 7,62er wäre nicht schlecht, aber so weit sind wir noch nicht. Nee, ne? Wo seid ihr denn? Ach, da. Ich überlege gerade. Auto. Hier, LKW. Ne. Kommt da auch nicht drauf. Nee. Was? Worauf hast du denn geschossen? Gasflasche. Ach so. Du willst unbedingt hier die Großen haben, ne? Unbedingt die Großen. Dort liegt ein Autoreifen. Ja, aber das scheint weiter nichts zu sein. Nee, ich sehe jedenfalls auch nichts Besonderes. Okay. Sind wir denn schon am oberen... Ach, wir sind schon da. Wir sind ja schon um die Insel rum. Ja, ja. Könnt ihr jetzt praktisch zum Bauernhof nochmal gehen? Ja, also zu diesem Bjarknes, da drüben. Bjarknes. Ja, gucken, was da noch so los ist, ob wir da was nachlooten können. Ja, okay. Da was nachgespawnt ist. Hast du einen Schalldämpfer drauf auf deiner Waffe? Spock? Spock, glaube ich, natürlich. Ja. Ja, hast schon? Ja, ja. Sieht nämlich so aus, als wenn da noch was drauf sitzt. Das könnte ich bei mir auch mal gucken. Warte mal, habe ich denn bei mir was drauf? Inventar. Also ich hätte noch einen Schalldämpfer in der Hosentasche. Für eine für Pistole? Nee, Jagdgewehr. Oh, bitte. Nee, warte mal, Schalldämpfer habe ich. Ich brauche Dings, Zielfernrohr. Nee, oh, Entschuldigung, Zielfernrohr. Nee, Zielfernrohr habe ich im Moment nicht. Du auch nicht, ne, Spock? Nicht dabei. Okay, aber vielleicht in Kiste später. Ja. Vielleicht finde ich ja bald eins. Mal gucken. Mein Herz bubbert. Wir könnten wieder kleine rumeiern. Ja, Leute, auch wenn ihr denkt, ihr habt ein Déjà-vu, also wir gehen tatsächlich noch einmal um die Insel rum. Das gibt uns halt ein etwas sicheres und besseres Gefühl, alles Wichtige gezeigt und gesehen zu haben. Ja, okay. Und hier seht ihr auch wieder, hier war nochmal Medipack drin. Ja, manches spawnt ja nach, insofern passt hier ist das nochmal Medipack drin, also unbedingt in hier ist eine Kiste. Holzschuppen nachgucken, ihr Lieben. Ja, hier ist eine Kiste mit Muni gewesen. In dem Holzschuppen. Ja, in diesen Holzschuppen hier meine ich. Im Haus habe ich was gehört. Ja, Spinnen. Da, jo, da sind auf jeden Fall diese Kleinen wieder drin. Ich werde mal auf die Pumpkin wechseln. Okay, wollen wir mal rein? Ich weiß nicht, ob das wirklich drin ist. Das ist drin. Ich kann das nicht orten, das ist das Problem. Irgendwie ist das mit dem Ton nicht so gut. Gut, ich werde mal versuchen reinzugehen.
Der aber ist voraus irgendwo. Jo, einen habe ich. So. Weiß nicht, ob da noch mehr sind. Ich höre nur eine. Es könnte sein, dass sie oben ist. Okay. Gut, ich gehe mal hoch. Die scheint hier rechts irgendwo zu sein. Oder ist sie draußen? Hier ist auf jeden Fall ein Rucksack hier oben. So. Oh, Ringe schwarz habe ich jetzt gekriegt. Ja. Was man alles findet. Komisch, dass ich sowas nicht finde. Du bist auch ein Mann, Sniper, willst du mit Ringen? Da. Voll sexy. Arigato. Gib mir aus der Tüchte. Oder du mir. Also, hier ist nichts weiter. Oben, ne, eine Kiste hatte ich irgendwo gehabt. Wo war die? Ich glaube oben. Guck mal in dem also Zimmer dabei. Ich da hab einen Rucksack noch gehabt. Ja, Rucksack. Mehr war das auch nicht. Zwei Stück. Ah, hier ist auch noch ein Rucksack in der Hundehütte. In dieser kleinen. Aber da ja, ist und ich. Im Badezimmer lag auch ein Rucksack. Den habe ich, glaube ich. Ja, den habe ich. Wo war denn diese Kiste? Ich weiß schon nicht mehr, wo die war. Was ist denn hier noch was? Nö, hier ist nichts. Okay. Ich habe alles. Nur da unten ist, was ist das? Ein Boot. Ramm mich doch mal weg und ich spreng dich in die Luft. Jo. Immer diese böse Arigato hier. Warte mal, was ist mit der Garage? War da schon drin? Ach ja, da war ich schon drin. Vergesst den Holzschuppen nicht. Den habe ich schon. Auch den kaputten? Da, kaputten? Ah, da hinten. Ja. Ich sag, geht überall hin. Moment, wo ist der Eingang? Da kommt man nicht rein. Doch, hier. Hier ist noch eine Kiste in dem Holzschuppen. Schon wieder Notfallfackel. Was machen die eigentlich alle mit diesen Notfallfackeln? So viel Notfall kann man doch gar nicht haben. Na gut. Ist in Schweden Vorschrift. Ernsthaft? Ja. Ah ja, deswegen haben die sowas immer, ne? Okay, ist hier noch ein Rucksack irgendwo? Nee. Okay, gehen wir weiter, ne? Hast du mal getestet? Ach, ich wollte die Dinger loswerden. Wir finden sie ja sowieso on was. Ja. So, alle kaputten Holzschuppen durchsucht? Ja. Ja. Gut. Wir können weiter, wenn ihr wollt. Und wenn wir nicht wollen? Dann bleiben wir hier stehen. Gut. Bis zum Wurzeln schlagen. Genau. Ja, nächstes Ziel. Ja. Der Bauernhof, ne? Oder? Ach ne, da waren wir da ja. Da sind wir ja jetzt. Können wir jetzt nochmal zur Kirche gehen? Nö, ich würde sagen, wir gehen direkt jetzt nach Saltham oder wie der Ding das hängt. Also die. Ja, die Questmarkierung. Dann schlag genau. Mal einen Weg vor. An der Küste lang, hier wo wir sind. Ja. Ja, oder wir springen. Waren wir denn schon bei der Burg? Ja. Die Burg außer heute. Okay, heute nicht. Aber ob wir die nochmal zeigen sollen, weiß ich nicht. Mö. Die haben wir ja in der Gemeinschaft gemacht. Also praktisch wäre das jetzt unser nächstes Ziel hier. Zwei. Ja, genau. Dann lasst uns doch dahin gehen. Entweder geht direkt drauf los oder... Oder wir gehen nochmal zum Bauernhof Steenhager und gucken nochmal, ob Muni da neu ist und so und... Da springen wir, können wir von dort aus, da würde ich dann aber jetzt hinspringen wollen zum Bauernhof. Ja, dann da können wir nochmal die Kisten aufsuchen, unsere Unterschlupfkiste. Na gut, dann gehen wir nach Steenhage. Ne? Direkt, ne? Schnellreise. Ja, okay, gut.
Und Stehnhage. Wenn wir damit fertig sind, mit dem Durchsuchen hier, können wir ja auch schon wieder die Folge leider beenden. Aber dann machen wir ja noch ein paar. Warte mal, stehen. Also, da muss ich hin, ja, genau. Ich möchte da. Wie komme ich denn da jetzt hin? Die Raute. Ach, die Raute muss ich anspringen, genau. Verfolgen, noch nicht Schnellreise wollte ich machen. So. So, dann gucken wir mal nach einem Zielfernrohr, wolltest du haben, ne? Ja, bitte. Ja, warte, da ist tatsächlich wieder was drin. Ich nehme den nochmal mit raus. Für das Jagdgewehr, bitte. Ja, sobald ich dran kann gleich. Ich höre was, da muss was sein. Im Moment höre ich nichts. Außer Tiere. Eventuell im Haus wieder. Ja. Ja, im Grunde genommen müssen wir alles durchsuchen wieder. Ja. So, ich gucke mal. Ich glaube, ich schmeiß jetzt auch mal ein bisschen was ab. Was habe ich denn hier noch? Das Gewehr, was ist denn damit? Nee, das ist, glaube ich, ein Zielfernrohr für Gewehre. Hier ist doch eins drin. Das müsste doch passen, oder nicht? Normal, war, ja. War, glaube ich, das alte. Aber das kann ich ja erstmal nehmen. Ja, es gibt kein Ganzes. Du hast überall den Sprung in der Linse. Ja, okay. Wie kriege ich das da jetzt drauf? Moment, das war... wie war denn das? Ach so, einfach draufziehen, ne? Jo. Ja, das kriege ich da aber komischerweise nicht. Doch, jetzt scheint das drauf zu sein, mal sehen. Nee, ich kriege das da nicht drauf, ihr Lieben. Ich habe noch mal ein anderes gefunden. Vielleicht geht das. Ich gebe dir gleich ein. Ja. Dabei, das scheint das alte zu sein und ich habe ja ein Gewehr, das schon zwei so Sternchen hat. Guck mal in den grünen LKW nach, ob da noch Loot für euch drin ist. Was ist hier? Ach, da sind nur so Schuhe. Nee, ich brauche keine Schuhe. Grüner LKW? Grün? Wo ist denn der grüne? Ja, draußen. Sehr. Gelben sehe ich hier. Gelben und weißen. Hä? Der ist doch nicht weiß. Ist der weiß? Der Container oben ist doch grün, oder nicht? Oder ist der rot? Der Container ist rot. Ja, gut, dann ist der rot. Ah, das kann man im Dunkeln nicht genau erkennen. Jetzt sieht, da ist er grün. Sag ich doch. Hier ist eine lange Kiste. Da könnte eventuell, wenn ihr Glück habt, ein Gewehr für euch drin sein. Hier in der Scheune. Ja, Moment, wo bist du? Ach, da. Ich komme mal gucken. Lange Kiste. Hier. Direkt am Eingang hier. Hier. Da. Ach, da. Was haben wir denn? Vernachlässigt. Das ist eine Einsternwaffe. Ich nehme die mal raus. Es sei denn, du brauchst die noch. Nehm raus. Arigato. Für mich war da ein Schalldämpfer drin. Okay. Ich habe eine Mauser. Ja, ich habe auch so eine Mauser oder wie die Spiele hier heißt. Das ist so eine Einsternwaffe auf jeden Fall. Pack die mal in die Kiste oben. So, jetzt gucke ich aber hier nochmal, ob hier noch was liegt, was ich eventuell. Ah, hier ist ein Rucksack. Wieder Feuerwerkskörper. Ein Klo, okay. Nee, hier ist nichts. Ja, schade, dass ich kein Zielfernrohr habe, das nicht funktioniert. Ja, ich gebe dir mal eins. Vielleicht passt das ja. Ja, er hat doch eins, nur er will ja eins ohne Sprung haben und die gibt es nicht. Nein, ich habe eins, das nicht auf mein Gewehr drauf passt. Ach so. Das hat, ja, das hat natürlich einen Sprung, aber das ist das alte, weißt du, das erste. Und mein Gewehr ist ein zweisterniges Gewehr. Aber wie gesagt, nur mit Schalldämpfer und ohne Zielfernrohr. Ja, wie gesagt, ich lass mal hier dieses hier fallen. Warte mal, vielleicht kannst du das anbringen. Ich bin hier bei dir. Bin hier bei dir. Gegenstand ablegen. So. Jo. So, dann guck mal.
Ein Stern, ja, das könnte klappen. So, jetzt versuche ich das gleich mal. Was ist denn? Da. Ja, wunderbar. Das scheint, das hat funktioniert. Jetzt habe ich eins mit 10. Ja, wunderbar. Das hat auch einen Sprung, hast recht. Wir haben alle einen Sprung. Jo. Genauso einen Sprung in der Schüssel wie du. Ja, und Arigato. Und du. Ja, sowieso. Ich habe einen totalen Dachschaden, sonst würde ich ja nicht mit euch spielen. Ne? Übrigens, ich habe ein etwas besseres Ziel im Feuernrohr, da ist kein Sprung drin. Okay. Was ihr jetzt habt? Hast keinen Sprung drin? Nein. So, warte mal, ich muss jetzt mal ein paar... Ja, echt du. Oh, warte mal, ich habe hier noch ganz viele... Oh, 9 mm Vollmantel habe ich ja hier noch drin. Ist das die gleiche? Ja, super. Das ist leider mit Sprung. Nee, ohne Stern. Also man kann offenbar auf ein Zwei-Stern-Gewehr problemlos ein Ein-Stern-Zielfernrohr drauf tun. Aber keins mehr drauf machen, was ohne Sternchen ist. Wer schießt? Bist du das? Naja, nee, ich. Jetzt habe ich künstliche Nägel grün gefunden. Oh. Wird immer toller. Achso, das Gewehr wollte ich noch aussehen. Ihr habt ja alle ein Gewehr jetzt, ne? Das ist eine... So, warte mal. Das war das kaputte. Das ist das erste. Ja, gut. Die haben alle keinen Stern, die Waffe. So, die lasse ich aber in der Kiste auf jeden Fall. So, dann nehme ich die nochmal zur Sicherheit mit. Die lasse ich aber da. Was war das jetzt? Ein einfaches... Ihr Schnuckis, ihr müsst unbedingt ins Haus kommen. Hier ist jetzt eine Kiste mit einem... für mich ist ein Jagdgewehr drin. Aha. Aber ich muss erst Platz machen. Also kommt mal hier in die Küche, in dem Haus und bedient euch. Jagdgewehr habe ich jetzt. Ist egal, vielleicht ist es ja für dich ein besseres Jagdgewehr. Hier. Ich gucke mal. Immer gucken. Ich kann habe eine Pistole drin, eine Zweier. Ja, ist doch auch gut. Ja, die nehme ich mal. Ich guck mal gerade. Ich hätte wieder ein Jagdgewehr. Du hattest echt ein Jagdgewehr? Ja, cool. Ist also doch unterschiedlich. Oh ja, dann kann ich die tauschen. Ich muss aber erst Platz machen. Ich kann es nicht aufnehmen für mich. Ja, okay. Bist schon wieder überladen. Ja, ich muss mal gucken. Achso, nee, das war falsch. Ja. Mach hier keinen Zirkus. Ja, doch. Dann mach dir mal Zirkus. Party, go on. So, guckt mal hier, ob wenn von euch noch einer Schalldämpfer benutzen kann, macht das bitte. Aber, warte mal, ist der für eine Pistole? Also, für eine Pistole wäre cool. Jagdgewehr, nee. Ich leg ab. Okay. Das hat sonst keinen Sinn für mich. Ich will das auch nicht tausendmal. Das ist jetzt für ein Jagdgewehr. Ich glaube, das habe ich schon. Oh, noch eins. Warte mal, beide fürs Jagdgewehr? Ja. Tatsächlich. Alles beide einstellen. Jagdgewehr, ja. Ich habe aber, glaube ich, auch ein... Mal gucken, Einser. Ob das Jagdgewehr hier besser ist als das, was ich habe. Ja, ich habe ja eine Einser drin drauf. Ich habe sogar zwei. Sehe ich gerade. Habe ich die jetzt aufgenommen oder hast du die weggenommen? Dann habe ich sie jetzt. Du brauchst ja nichts mehr, Spock, ne? Nö. Gut. Du wirst schon schreien, wenn du willst. Ja. Ich habe schon zwei Jagdgewehre mit zwei Kronen. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Kronen oder Sternchen. Ist ganz egal. Hauptsache besser. Ja, sieht aus für mich wie Sternchen oder so. Könnten aber auch Kronen sein. Stimmt. So gesehen. Na. Habt ihr auch die Kiste unterm Bett gelootet? Gucken wir jetzt nach. Gucken wir jetzt nach. Hier ist nichts. Hier ist nochmal eine Munitionskiste oder was da drin ist. Unter Bett? Ah, da im Nachtschränkchen. Erste-Hilfe-Set. Kann man nie genug von haben. Nee. Okay. Sag, lass mich mal raus, bitte. So, hier war noch was, sagst du? Ach ja, hier.
Was haben wir denn da? Eine Plus-Gasmaske. Ja, dann nehme ich die doch mal mit. Ja. Das wäre die also Gasmaske meinst du, brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Wo ist die denn? Ach, die war bei Kleidung, glaube ich, dann, ne? Ja. Profil. Ist das Profil? Ja, ne? Profil. Also, ihr Lieben, ihr seht, Nachloot lohnt sich immer. Für uns ist es wichtig, wir haben dadurch unsere Munitionsvorräte wieder so ein bisschen aufgestockt. Hey, das passt so mehr. So. Noch ein paar Ersatzwaffen gefunden. Man weiß ja nicht, ob Waffen kaputt gehen oder nicht. Wie gesagt, so gut kennen wir das Spiel noch nicht. Und Mann! Kann ja wohl nicht wahr sein, du. Hab mich erschrocken. Ich war nur mal kurz auf dem Klo. Ich hab gedacht, jetzt greifen die Transformer an, du. Ja, echt? Wer war denn das von euch? Habt ihr so ein Gasding in die Luft gejagt? Ja. Ich hab nichts gemacht. Ich sag ja, ich war mal kurz aufs Klo. Ja, genau. Hast das Klo gesprengt? Hier ist alles runtergefallen von den Schränken. Nützt nichts. Alles klar, wir müssen uns verabschieden. Macht's gut, ihr Lieben. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allem, wenn ihr Gutes tut. Gutes wäre ein Däumchen nach oben, ein Glöckchen, ein Abo. Liebe, nette Kommentare. Und wir durchstöbern hier noch so ein bisschen die Gegend. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, ciao. Jo, ciao. Tschüss.